Exzellenz, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben jetzt viel gehört in dieser Debatte. Und ich glaube, alle meine Vorrednerinnen und Vorredner wissen, wenn sie so ein bisschen in sich hineinschauen, dass da eine ganze Menge Polemik von allen Seiten letztendlich dabei war. Bitte? Oberlehrer? Ja. Dass da eine Menge Polemik mit dabei war, dass da vielleicht aber auch viel Enttäuschung mit dabei ist. Möglicherweise schwarz-gelbe Enttäuschung, weil Schwarz-Gelb mittlerweile weiß, dass das Kiebitz, als es 2007, 2008 geschaffen wurde, ganz sicher kein großer Wurf war, sondern, und da zitiere ich die rot-grünen Kolleginnen und Kollegen, Kiebitz ist Mumpitz, ist seinerzeit ja viel zu hören gewesen. Wir hatten große Demonstrationen, auch hier vor dem Landtag seinerzeit. Und wir alle wissen, dass das Kiebitz in einem Hauruck-Verfahren seinerzeit ohne großen Dialog durchgepeitscht wurde. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün, da haben Sie selbstverständlich recht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Marcel Hafke, lieber Bernhard Tenhumberg, auch Schwarz-Gelb weiß, glaube ich, dass das Verfahren seinerzeit nicht ganz so glücklich gelaufen ist. Selbst der damalig zuständige Minister scheint sich ja heute nicht mehr so ganz dafür zu interessieren, wie auch immer. Ich möchte aus dem Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung zitieren zu Beginn. Den erfolgreichen und dialogorientierten Kiebitz-Revisionsprozess werden wir weiterführen und mit einem neuen Gesetz abschließen. Da möchte ich zunächst die Frage stellen, diese zweite Kiebitz-Revisionsstufe, der Gesetzentwurf, der uns jetzt vorliegt, ist das dieses abschließende Gesetz? Kommt da noch was? Ich sage mal, das war rhetorisch, ja, Frau Kollegin Altenkamp. Kommt da noch was? Kommt da noch was? Und vor allem, wann kommt da noch was? Die Wahlperiode läuft bis 2017. Sie hatten bislang vier Jahre Zeit, ein schlechtes Kinderbildungsgesetz wirklich gut zu machen. Ich finde Ihre Verfahrensweise gar nicht schlimm, liebe Frau Ministerin Schäfer. Ganz im Gegenteil, ich unterstütze die durchaus, dieses schrittweise Verbessern, ja, was die beiden Revisionsstufen letztendlich angeht. Und ich gebe auch zu, auch in dieser Revisionsstufe sind durchaus Verbesserungen drin, mit denen wir gut leben können, die wir auch durchaus unterstützen. Und wo ich auch durchaus weiß, dass die Fachleute, Eltern, Familien, Träger da durchaus Teile von unterstützen. Aber dieser Prozess, in dem wir uns da bewegen, der dauert schon sehr, sehr lang. Und der Kollege Marcel Hafke hat mich ja quasi zitiert, was ich letzte Woche noch im Ausschuss gesagt hatte. Dieses Kiebitz, so wie wir es jetzt haben, ist halt mittlerweile ein rot-grünes Gesetz. Schwarz-Gelb hat es zwei Jahre lang getragen. Rot-Grün trägt dieses Gesetz mittlerweile vier Jahre mit kleinen Verbesserungen, die in der ersten Kiebitz-Revisionsstufe dann eingebracht wurden. Wir werden also irgendwann dann nochmal ein neues Gesetz bekommen. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht dran, dass das in dieser Wahlperiode sein wird. Aber schauen wir mal. Ich will aber zurückkommen auf diesen dialogorientierten Prozess. Ist ja jetzt mehrfach auch gesagt worden, dass das so vorbildlich sei, was da gemacht wurde. Das mag durchaus im Vorfeld so gewesen sein, dass viele Veranstaltungen stattgefunden haben. Ich glaube, der Kollege Wolfgang Hörg war es gerade, der von 150 Veranstaltungen gesprochen hatte. Das ist gut. Aber dieses Verfahren jetzt hier im Landtag, dieses Hauruck-Verfahren über ein Gesetz, Bernhard Tenhumberg hat es vorhin gesagt, wo wir eigentlich schon im Sommer letzten Jahres darüber gesprochen hatten, was uns versprochen wurde, dass es bald vorgelegt wird. Also bald von Sommer 2013 bis Frühjahr 2014, also fällt so in meine Definition von bald halt nicht tatsächlich. Wir haben jetzt den Gesetzentwurf vorliegen. Wir werden im Ausschuss oder sind im Ausschuss im Endeffekt dazu genötigt, hier dieses Hauruck-Verfahren mitzutragen, weil wir uns selbstverständlich ja auch nicht querstellen wollen aus formellen Gründen oder irgendwie sowas. Marcel Hafke hat es gerade gesagt, also den formellen Anforderungen genügt dieses Verfahren ja. Ne, zwei Monate im Landtag reicht. Aber der Punkt ist doch der, und das hat Bernhard Tenhumberg eben gesagt, wir haben nach der Anhörung maximal drei Wochen Zeit, diese Anhörung, die sehr umfangreich sein wird, die mit vielen Sachverständigen sein wird, wo sicherlich ganz viele Informationen nochmal kommen werden. Wir haben drei Wochen Zeit, die auszuwerten für uns in den Fraktionen und danach dann letzten Endes auch interfraktionell
noch zu diskutieren und zu schauen, was können wir tatsächlich davon vielleicht noch mit ins Gesetz einbringen. Andrea Asch hat es eben gesagt, sie erwartet ja auch da konstruktive Vorschläge aus der Opposition. Ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn man dann auch nur so ganz wenig Zeit hat. Also die Landesregierung braucht 4 Jahre, um Verbesserungen einzuführen und wir sollen das dann innerhalb von wenigen Wochen machen. Danke für Ihr großes Vertrauen, das Sie da in uns legen. Lag alles vor. Keine Sorge. Wir haben auch dran gearbeitet und von uns werden auch entsprechende Verbesserungen eingebracht werden. Aber trotz alledem, also bitte, das kann doch auch selbst in Ihrem Interesse nicht sein oder es kann doch nicht sein, dass Sie wirklich sagen, dass dieses Verfahren, was wir jetzt hier beschließen werden oder am Freitag in einer Sondersitzung beschließen werden, damit wir noch mal ein paar Tage gewinnen, das kann ja wirklich nicht in Ihrem Interesse sein, selbst als regierungstragende Koalition. Kann man so machen, ist aber irgendwie unparlamentarisch, nicht so gut. Ich bin gespannt. Ich habe gerade gesagt, wir teilen durchaus Punkte, die damit eingebracht werden. Verfügungspauschale finde ich im Prinzip ganz, ganz interessant. Aber die Frage, die Marcel Hafke ja auch gerade aufgebracht hatte, wie viel kommt tatsächlich bei den Kitas dann vor Ort an? Welchen zusätzlichen Effekt hat es tatsächlich? Welche Probleme werden bei der Qualitätsverbesserung in den Kitas tatsächlich damit gelöst? Ich glaube tatsächlich nicht ganz so viel. Und eine zweite Baustelle ist ja, wenn wir schon über Finanzierung reden, Sie haben gerade mehrfach gesagt, wir müssen mit den Kommunen auch wieder reden, dass wir zu einem paritätischen Ausgleich da auch letztendlich wieder kommen. Das alles hätte ja auch durchaus im Vorfeld schon gemacht werden können, damit man da ein gemeinsames Vorhaben vernünftig auf die Beine bringt. Das Gleiche gilt auch in Richtung Bund. Ja, der Bund darf sich selbstverständlich nicht aus der Finanzierung da raushalten. Aber, soweit ich weiß, ist die SPD durchaus an dieser großen Koalition im Bund ja beteiligt. Bislang ist da nicht ganz so viel gekommen. Ich hoffe nach wie vor darauf, dass Sie auch da Ihr Wort noch einbringen können und da auch von der Finanzierungsseite Verbesserungen einbringen können. In dem Sinne, ich freue mich auf eine spannende Anhörung, die wir dann haben werden und auf eine weitere interessante Debatte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.